Was ein wundervoller andere Tasse. Schöner Morgen. Sehr geehrte Damen, Herren und divers. Wie Sie sehen, hat sich nichts verändert. Ich habe jetzt tatsächlich die Elevator Mod. Die Elevator Mod für die Skull Caverns runtergeladen und ich habe mir eine. Ach, so mache ich Knoblauchöl. Und ich habe mir eine Leather-Mod geholt, weil ich denke, dass das für uns nur Sinn macht. Jetzt müssen wir mal gucken. Was habe ich hier? Pia hier, ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich würde gut... Ja, okay. Sashimi kannst du haben. Boah, ich möchte Pia wirklich keine Erdbeeren geben und so, ne? Schwierig. So, unser Häuschen beziehungsweise unser Upgrade für die Schweine müsste jetzt funktionieren. Wir werden jetzt wir werden jetzt den Stall bauen. Oh, die Kaffeepflanzen waren fertig. Nice, dann können wir das zumindest verkaufen. Herstellen wird ja wahrscheinlich nicht wirklich interessant sein, gehe ich jetzt nur von aus. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, das ist auch noch nicht fertig. Da sind noch Erdbeeren. Gebe ich Pierre einfach 25 gute Erdbeeren? Ah, eigentlich habe ich dafür die Passionaten angebaut, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn. Gucken wir mal. Was braucht Pierre denn? Ja, Pierre möchte Sashimi. Pierre kann Sashimi gleich haben. Gold, okay, ich muss Goldqualität ihm geben. Ich muss ihm 25 Goldqualität-Items geben. Da gucken wir mal. Was wir ihm da am besten geben. Erstmal packen wir alles weg. Das ist okay. Das ist eigentlich schon zu teuer. Das ist okay. Das ist zu teuer. Dann haben wir 11. 11 von 25. Ist jetzt auch nicht so viel. Ja, aber das ist auch eigentlich noch egal. Wir können ihm das trotzdem geben. Da haben wir schon mal 11 von 25. Ich weiß, es ist ja nun mal ein Unterschied. Ah, okay, hier sind auch Erdbeeren fertig, nice. Es ist ja tatsächlich ein Unterschied, was wir ihm geben und was wir ernten. Das sind ja, wir müssen ja nicht das, was wir ernten, ihm geben, tatsächlich. Die Rüben sind fertig, okay, das ist nice. Starfrucht scheint auch so langsam fertig zu werden. Nach und nach werden wir alles zu Starfrucht machen. Oh, 175. Erstmal müssen wir jetzt unser Tierchen gehen. Ihr wart jetzt sauer, oder? Habt ihr jetzt Herzen verloren eigentlich? Das ist eine gute Frage, die ich mir nicht beantworten kann, weil ich nichts gesehen habe. Weder ein Ei? Ne, alle vier sind da. Okay. Alle vier sind am Start. Bap, 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 bap. So, ihr dürft rauskommen. Wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet. Mau. Mau. Okay, die Ziege mache ich nicht nach. Das führt nix. Ist jetzt einen Tag kein Käse hergestellt, aber ärgert mich, da bin ich immer noch ganz ehrlich. Aber es ist, wie es ist. So. Müsstest du doch eigentlich auch schon. Ja, genau. Genau das. Ihr dürft auch raus. Habt Spaß. Oh shit, ich hab schon wieder was vergessen. Habt Spaß an der Frau. Ich glaube, das haben sie übrigens gepatcht, dass das geht. Dass man das Gras so behalten kann. Habt Spaß an der Freude.
Viel Spaß hier draußen. Wir müssen immer noch gucken, was wir Pia geben. Das ist zu teuer. Die Erdbeeren erst recht nicht. Dadurch, dass er auch unbedingt Geld, Gelb haben will. Pflanze, oh mein Kartoffel, Kaffee, ne, 5 in einer Fassung. Okay. Mich würde ja mal interessieren, ob ich daraus dann einen anderen Kaffee kriege als den aus der Maschine. Dich können wir noch geben. Erstmal kurz hier sortieren. Aber dann haben wir 5, 11, 13. Wir brauchen 25. Oh, das ist zu teuer. Das wäre noch okay. 25, was habe ich gesagt? 13. 16. Oh, ist ja teuer. 16. 16. Können wir ihm die auch geben? 23. Ey, im Prinzip habe ich die geerntet, ne? Also. Ja, im Prinzip müsste das ja eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Dann müssen wir es nur noch ernten. Das wäre schon mal ein Vorteil für uns. Weil wir dann zumindest nicht mehr nach Pierre hin müssten. Wollte ich was sagen? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was sagen wollte oder ob ich jetzt was vergessen habe oder überhaupt. Warte mal. Wo muss ich das hinlegen? Aber wo gebe ich dir das? Lege dieses Zeugnis in der Lernproduktbox im Geschäft von... Ach, da unten. Okay. Okay, okay, okay. Hä? Ach, die kann... Okay, die kann ich nicht abgeben. Okay, die kann ich nicht abgeben. Das ist gut zu wissen. Haben wir hier... keinen besonderen Tag... Sandy braucht Joja. Na gut, Sandy. Sorry, sorry. Joja Cola gibt's bei mir nicht. Ich frage mich ja, warum er es nicht selber herstellt. Kann er das nicht oder will er das nicht? Interessante Fragen, die ich stelle, die mir wahrscheinlich niemand beantworten kann und oder möchte. So. Ach, da hätten wir 17. Ich möchte 18, 19. Nee. Den geben wir ihm noch ab, weil das nichts kostet. Und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal weiter. Wir haben noch ein Pastinat und so. Wir haben noch mehr als genug Zeit, ne? Ja, 8 Tage noch. Die Pastinat müssen bald fertig sein. Da kann ich auch jetzt eben hingehen. Also, wir haben noch mehr als genug Zeit, das für Pierre fertig zu machen. Wahrscheinlich hätte ich ihm noch nicht mal alles dahin tun müssen, was ich jetzt da reingetan habe. Das kann ich aber auch immer noch ändern, glaube ich. Solange, wie das nicht fertig ist, kann ich die Sachen immer wieder rausnehmen. Und dann würde ich tatsächlich sowas wie Pastinaken im R geben, als die teureren Sachen. Aber, gut, das Spiel sagt, die Kristallfrucht ist sammeln. Dass ich die angebaut habe im Winter. Ja, gut. Das ist schade. Ja, ich brauche etwas. Um genau zu sein, brauche ich einen Stall von dir. Achso, nicht streichen. Bauen. War ich denn daneben direkt? War ich denn da drunter? Machen wir den ja drunter. Danke, Robin, für deine fleißige Tat. Für deine tatkräftige Fleißigkeit. Ja, irgendwie sowas würde ich sagen.
So, mir ist gerade eingefallen, hier oben müsste eigentlich ein Versteck von ihr etwa sein. Laut dem der geheimnisvollen Notiz, oder nicht? Das macht nicht den Eindruck und das kriege ich nicht kaputt. Okay. Okay. Achso, Pierre wollte das Sashimi, ne? Gut, dass ich bei Pierre war und habe das Sashimi vergessen. Ab zu Pierre. Pierre. Nicht Per. Per Mertesacker hat damit nichts zu tun. Was der einzige Per, der mir gerade eingefallen ist. So. Warum liegt sie eigentlich da draußen, die gute Katze? Da will ich hin. So. Sashimi für den guten alten. Aber so alt ist er auch nicht, aber. Wobei, ich könnte seine Tochter in der Theorie heiraten, also müsste er ja doch älter sein, deutlich älter sein. Wo habe ich jetzt mein Futter hingetan? Da, Sashimi. Sashimi. Für Pierre. Wer bist du? Martin. Kenne ich dich? Bin mir nicht sicher, ob ich dich kenne. Es wird aber auch Zeit. Ich hatte schon eine Entzugserscheinung und so dringend wollte ich Sashimi essen. Eigentlich müsste ich dir das Gesicht drehen, weil du gesagt hast, es wird aber auch Zeit. Ich habe deine Aufgabe gestern angenommen. Ist nicht so, als ob du jetzt unglaublich hast lange warten müssen. Ich halt, ehrlich. Danke, ich stehe total. Ja, das ist immer noch dein Problem. Sie wollte irgendwas mit ihrer Wohnung sagen. I'm sorry, ich habe es einfach weggedrückt. Ja, das wird so viel. Das wird halt echt noch dauern. Das ärgert mich ein bisschen. Ich wollte sich eigentlich in die Kandidatenliste mit aufnehmen. Aber ich habe das Gefühl, das wird nur dauern. Weil wir einfach nichts für sie haben, was sich lohnt, ihr zu schenken. Ist leer da? Ah. Achso, wir haben Frühling, ne? Die ist bestimmt unten am Strand. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wir gehen aber mal Holz holen, wenn wir schon einmal hier sind. Und gucken mal, was du zu bieten hast. Wahrscheinlich wieder nur Mist. Oh, Batterie. 2.500 ist viel. Für eine Batterie. Aubergine. Blaugrün. Schneckengericht. Aha. Seltene Saat nehme ich mit. Kaffee. Ach komm, wir haben gerade eh. Ist okay. Ist nicht gerade so, als ob wir es nicht hätten. Es ist okay. So. Was ist mit dir los, Abigail? Warum bist du so sauer? Weil ich hier in der Nähe bin, ich kann ja nichts für. Ist aber keine Lachsbären mehr da gerade. Das ist auch so ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen Hase und die müssen wir eigentlich auch mal wieder anbauen. Kann ich mit dir reden, Abigail, oder bist du einfach nur sauer auf dein Leben und keine Ahnung? Oh Mann, ich habe meine Hausaufgaben die ganze Woche aufgeschoben. Da werde ich wohl die Nacht durchmachen müssen. Anstatt da beim Zauberer zu stehen, könntest du auch einfach jetzt deine Hausaufgaben machen. Aber das ist halt so genau das, was ich meinte. Ich habe, und das war die Einleitung, gearbeitet bei Joja oder Joba, ich vergesse immer, wie das heißt. Also Abigail muss relativ jung sein.
Aber wobei Hausaufgaben, sie können ja auch in der Theorie noch im College oder so sein. Da hast du ja dann auch also studieren. Ja, okay, da hast du dann auch Hausaufgaben. Okay, ja. Aber so overall. Hier gibt es keine Fasern, ne? Ah, ein paar. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Abe ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Elliot ist etwas geckenhaft? Was ist geckenhaft? Geckenhaft und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kind. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig, aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt verbirgt. Er mag Bier, Pizza und Paprikapopper. Kein Shaming, aber ich glaube, das ist von Haley, oder? Weil Haley auch oft so mit Junggesellen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist von Haley. Das ist natürlich schade, dass ich da nicht drin bin. Da hätte man auch hätte man auch was konzipieren können wie wie heißt die? Die Klammer mit diesem Schleifchen dran. Also nicht die Ecke, diese. Ich weiß nicht, wie die Klammer heißt. Aber kann ich hier schreiben? Nein, kann ich nicht. Das hätte ich sie euch gezeigt. Die Klammer auf, User oder Player, Klammer zu. Und dann ist jetzt der neue Bauer und bla. Also da hätte man auch ein bisschen was zu schreiben können. So von wegen, ich weiß nicht viel über ihn. Ich glaube, ich sollte ihn kennenlernen oder irgendwie sowas. Das hätte man auch machen können, das finde ich ein bisschen schade, aber gut, die geheimen Notizen sind ja nicht umsonst verloren. Also kann man natürlich auch sagen, dass das alles ein bisschen älter ist und wir ja auch erst im zweiten Jahr sind. Kann man das natürlich verargumentieren und sagen, das war vor meiner Zeit, die Notizen. Was, glaube ich, auch in dem Foto von Marnie und Jazz so ein bisschen rüberkommt, dass das vor meiner Zeit war, weil da war Jazz noch mal jünger. Es hätte aber, ich glaube, es hätte nochmal einen anderen Eindruck gemacht, hätte man den Spieler eingebaut. Hätte man den einbauen können. Gut einbauen können hätte man ihn, aber hätte man ihn eingebaut, das hätte nochmal. Das hätte nochmal was anderes gehabt. Das wäre nochmal anders rübergekommen. Nicht, dass es wichtig ist, bei Gott nicht, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich als Spieler, der jetzt wirklich schon lange spielt, denke, es wäre nicht. Es hätte nicht geschadet, oder anders gesagt, wir wollen ja nicht das Negative, es wäre cool gewesen, auch mein Name oder der neue Farmers Junge oder was weiß ich nicht zu lesen. Aber bei den geheimen Notizen, man muss ja auch fairerweise sagen, die sind geheim, die sind verloren. Also wahrscheinlich sind sie so mit gerade meinem Ankommen oder so geschrieben worden. Zumindest macht es den Eindruck. Ich sehe halt einfach auch gar nichts mehr. Ist sehr viel grün und sehr viel grau. Und das war's. Ist nicht so viel zu erkennen hier. Aber ja, wie gesagt. Es wäre halt nur cool gewesen. Und ich glaube, man hätte es auch tatsächlich einbauen können. Wobei, wie gesagt, auf der anderen Seite kann man es wahrscheinlich auch argumentieren, dass das vor unserer Zeit war. Ist halt, weil der Ausgang ist hier, ne? Ich sehe halt wirklich nichts. Mit dem Ringlicht, was auf mich scheint, ist es wirklich für mich, das wird nicht heller, möchte ich mal so sagen. Es wird, oder es wird nicht besser zu sehen für mich, sagen wir es so. So. Aber dann haben wir den heutigen Tag auch hinter uns gekriegt. Wir kriegen jetzt einen neuen Stall. Aber wir müssen unbedingt Iridium-Ohr. Also wir müssten eigentlich trotzdem, ob wir es wollen oder nicht, in die Höhle runter. In die
Sag mal schnell. Das war nicht viel Hardholz. Ich glaube, da haben wir schon mehr Hardholz rausgekriegt. In die. Gottverdammt, wie heißt es? Skull Cavern. In die. Schädelhöhle. Eieiei. Mein Gott. Ich habe gerade keinen. Habe ich Platz für die seltene Saat? Das ist eine verdammt gute Frage. Indie. Bisschen Indiana Jones gemacht. Haben wir Platz für die seltene Saat? Habe ich die Kaffeebohnen gegossen? Oh, kurz. Jetzt habe ich sie gegossen. Können wir die Tiere gleich noch zumachen? Hier müsste doch eigentlich irgendwo Platz. Nee. Hier ist. Ah, ich habe den Dünger vergessen, ne? Egal. Ja. Weil Hühner sind mir eigentlich wirklich noch egal. Ihr seid mir nicht egal. Aber sobald das neue. Ja, ich weiß, dass es spät wird. Sobald der neue Stall steht, dann kommen auch 27k. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer die Schweine waren. Noch Schweine hinzu. Ist das 6k? 8k? Ich glaube, die waren einigermaßen teuer. Vielleicht muss ich da dann auch nochmal Käse verkaufen. Oder ich verkaufe einfach all meine Erdbeeren, die ich habe. Und lasse nur die goldenen da. Mal gucken. Ich habe gar keinen Hahn. Wo kommt der eigentlich her? Da frage ich mich auch jetzt schon öfters. Kristallfrucht, dachte da. Kristallfruchtwein. Nein. Ja, da könnten wir aber eigentlich mal, auch wenn jetzt alles drei, glaube ich, Kristallfrucht ist. Ich würde ja gerne mal einen Vergleich machen, was mit am besten ist. Ich glaube, der Kristallfruchtwein ist tatsächlich mit einer der besten. Aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der ist einer mit der besten. So. Dann haben wir nochmal Pastinaken. Goldpastinaken. Wir können immer noch Pastinaken anbauen. Ja, ich weiß, denn sie lassen mich da erstmal alles andere abbauen, bitte. Es lohnt sich eigentlich nur noch Pastinaken anzubauen, ne? 4 Tage. Wir haben 9. Wie viel werden wir dann fertig? Ja, damit werden wir fertig. Okay. Weiß gerade nicht, wie schnell der wächst, der Grünkohl. Ich nehme mal die Saaten hier raus. Die haben hier nichts zu suchen. Eigentlich hast du hier drin auch nichts zu suchen. So. Haben wir mal alles hier. Den Rest werde ich. Werde ich wegschmeißen, ob kurz oder lang. Ja, das macht deutlich mehr Sinn. Okay, damit haben wir Pierre fertig. Ich möchte mal kurz. Kriegen wir. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Kriegen wir den noch hin? Pastinaken auf jeden Fall, das weiß ich. Boah, habe ich nur die eine Pastinake? Pastinaken braucht 4 Tage. Boah, ich muss mal gucken, wie lange die Kartoffeln brauchen. Ich möchte ungern die Pastinaken dafür brauchen für. Die silbernen. Honig gibt es keinen neuen. Hühnchen sind draußen. Und erfreuen sich ihres Lebens. Lass mich rein. Erfreuen sich ihres Lebens. Mayonnaise ist fertig. So. Ich glaube, wir können auch mit Kartoffeln den Rest des Monats dann zu Ende machen. Robin ist am Machen. Hier liegen Trüffel. Nice. Also jetzt habe ich bei den Hühnchen gar nicht geguckt. War da noch. Hätte ich da noch Heu hinlegen müssen? Ich habe nicht drauf geachtet. Shame on me, aber ich hab's nicht.
genau, da, ja, aber da können wir den ja wirklich. Ich glaube, ich verkaufe dann auch die Ziege. Ich bin mir zwar immer noch nicht so sicher, aber. Okay, du hast auch keine Milch mehr. Ich bin mir da echt noch nicht sicher. Aber eigentlich, ich brauche die Ziege auch nicht. Auf der anderen Seite gibt sie alle zwei Tage einigermaßen gutes Geld, ne? Oh, ist halt schwierig. War jetzt hier noch Futter für euch? Ja, naja. Okay, okay, okay. So. Wie lange ist Grünkohl und Grünkohl? Pastinaken. 6 Tage. 6 Tage passt auch noch. Das heißt, wir können noch Grünkohl anpflanzen. Pastinaken anpflanzen. Da sind auch noch Pastinaken. Welche Art von Pastinaken? Goldene? Goldene. Endlich müssen wir auch goldene kaputt machen. Das ist jetzt auch nicht das größte Verbrechen der Menschheit, aber. Oder die silbernen, besser gesagt. Wie lange braucht ihr? Ich gehe mal kurz hier rein. Wow. Ah, ein paar Weintrauben, noch ein paar Pastinaken. Ihr seid noch nicht fertig. Starfruit ist auch noch nicht fertig. Okay. Oh, trotzdem nicht so schlecht. Da waren jetzt die ganzen Pastinaken, die wir gekriegt haben, alle nur Gold. Funktioniert das? Warte mal. Stardew Valley Calendar. Oder auf Englisch Calendar. 6 Tage. Was hat denn hier Januar? Der hat genau 28 Tage. Speedgrow? Speedgrow? Hau ich Speedgrow rein? Ich glaube, ich hau Speedgrow rein. Ich glaube nur, ich habe keinen Speedgrow. Den muss ich kaufen gehen. Oder habe ich welchen? Hydrogel. Qualität des Bodens ein wenig. Nee. Habe ich keinen Geschwindigkeitswachs? Wachs? Ich glaube, das heißt einfach nur so. Er sieht nicht danach aus. Okay. Kann ich den herstellen? Ich habe keine Venusmuscheln mehr, oder? Das heißt, die muss ich kaufen. Das ist aber jetzt auch nicht das größte Problem. Du stellst es trotzdem mal her. Ich muss mal kurz mein Inventar ein bisschen leer machen. Und werde mal kurz nach hier gehen. Aber kann ich ja nicht mit Trüffeln irgendwas machen? Das interessiert mich. Ich werde auf jeden Fall mal warten, bis ich... Achso, habe ich jetzt die 25 eigentlich geerntet? Ja, habe ich. Ich werde auf jeden Fall mal warten, bis ich Platz habe, um einen Trüffel... Also der wird nicht... der Trüffel wird nicht in... der wird man... Der Trüffelöl. Ja, okay. Aber man wird daraus kein Wein machen können. Das wäre... Das wäre interessant. 2,5K hier. Ich fühle mich verarscht. Und beleidigt. So, Speedgrow. Geschwindigkeit wächst. Kriegst du jetzt erstmal wieder. Gibt 2,5K. Und genau jetzt haben wir sie überschritten. Hm, traurig. Das müsste aber reichen. Viel mehr Platz haben wir, glaube ich, nicht. Kaffee reinhauen. Ich gehe ein bisschen langsam. Kam Pierre jetzt gerade? Habe ich nicht gerade mit ihm gehandelt? Wie kam er jetzt aus der Klinik? Oder sah das nur so aus, als ob er aus der Klinik gekommen wäre? Schwierig. Ich werde auf jeden Fall die Pastinaken. Kann ich dich zu Öl machen? Trüffelöl? Okay, das geht. Der goldene Trüffel war 900 irgendwas. Das
Das war jetzt nicht bewässert, das ist ein bisschen unglücklich. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt die Kartoffeln hinmache, weil ein paar Sachen haben schon Dünger. Aber es müsste eigentlich auch trotzdem funktionieren, glaube ich. Hier, ihr habt schon Dünger, ihr habt schon Dünger. Da will ich hin. So. Ich werden wir noch brauchen. Euch brauche ich nicht. Dich nehme ich mit. So. Habe ich hier jetzt noch Speedcrow offen? Du musst mal kurz verschwinden. Ich sehe nämlich nichts. Ist da Speedcrow drauf? Ich weiß es nicht. Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Hier ist, glaube ich, keiner drauf. Hier können wir noch. Sechs Stück haben wir noch. Wir haben noch 9 Speedgrow. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal nichts mehr nachmachen. Da können wir Speedgrow drauf machen. Da können wir Speedgrow drauf machen. Boah, das ist halt wirklich, das ist wirklich schwer zu sehen. Da muss ich ja ganz ehrlicherweise sagen, wie viel kriegt's? 2. Muss ich jetzt wirklich nur eine herstellen, ne? Da ist Speedgrow drauf. 1 Speedgrow hätten wir noch. Passt. Perfekt. Ich laufe voller vor besser. Das wollte ich nicht unbedingt. Ich kann das nicht übertünchen, oder? Ah, das war. Nee, das geht nicht. Let's test. Das müsste ja trotzdem eigentlich so gerade funktionieren. Zumindest mit der einen ist das jetzt okay. Ach, hier hätte ich. Okay. Ich hätte da auf dem was setzen können. Hab ich jetzt nicht dran gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Ich will an die Truhe und gerne Pastinaken essen, aber danke für die Frage. So, dich stelle ich gleich wieder auf. Pastinaken noch eben zu Pastinaken, weil die brauchen nur 4 Teile. Das ist immer so schön angenehm. So. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ja. Guck mal, was wir jetzt noch rauskriegen aus den beiden. Und dann war das heute ein recht angenehmer, sehr einfacher. War nicht besonders viel, was heute passiert ist. Aber es hat auch jetzt tatsächlich mal, es war sehr interessant und hat Spaß gemacht. Warum ist der Trüffel, warum ist... Verliere ich ein Schwein? Nee. Okay, das war der Trüffel, habe ich jetzt nicht verstanden. Genau, apropos Trüffel, da können wir endlich mal gucken. Der goldene war 900. Ich tue die beiden, den normalen und den silbernen mal hier rein. Damit wir eine damit wir eine Übersicht haben, was Geld betrifft. Ah, ihr könnt offen bleiben. Die Hühner sind mir tatsächlich relativ. Das ist nicht anstrengend. Und sobald ich da nur Schweine drin habe, kann das auch offen bleiben. So, da müssen wir trotzdem unbedingt. Na, das wächst alles nicht hier. Da müssen wir trotzdem unbedingt. Das. Ne, das wäre auch nicht erwachsen. Gucken, dass wir Upgrades farmen. Also, wir brauchen jetzt Iridium-Ohren. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht.
Ihr müsstet wachsen. Wachsen? Was ist mit dir eigentlich? Warum wächst du nicht? Warum habe ich keinen Honig? Warum fehlt da eine Tulpe? Fragen über Fragen, die mir keiner beantwortet und ich fühle mich... Oh, das Trüffelöl ist fertig. Und ich fühle mich verhonepiepelt. Das ging relativ schnell und das hat den Preis deutlich erhöht. Jetzt gucken wir mal. Was das... Ja, das könnte... Na, wobei, so 2 Stunden hat es gedauert. Ja, aber ein bisschen Zeit. Können wir auch ein bisschen quatschen. Müssen wir mal gucken. Was bauen wir im Herbst an? Und führen wir das hier weiter oder gehen wir nur hier drauf auf Starfruit? Ach, Fragen, die ich nicht weiß. Die ich nicht weiß, mir zu beantworten gerade. Das ist eigentlich... Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich könnte... Habe ich keine Holzsäule mehr? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist das ein bisschen viel. Gut, ich habe die Springer dafür. Also eigentlich muss ich es nur... Es ist auch nicht so viel Arbeit. Sagen wir es mal so. Hier runter machen wir so. Ist sehr hart heute. Aber so, führen auch ein bisschen weiter, weil da sollen ja auch Kühe rein. Das hat funktioniert. Ich tue mich halt ein bisschen schwer, ob wir... Wir werden wir werden kurz oder lang wahrscheinlich eh nur auf Starfruit gehen. So viel ist sicher. Die Frage ist, da müssen wir noch ein paar Bündel, glaube ich, fertig machen. Naja, Fischen, schwarzes Brett. Nee, auch nicht. Ja gut, der Granatapfel. Hier vielleicht mal gucken, was wir da anbauen können. Und das war's. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht alles ins Gewächshaus verlagern. Und dann nur das Allerbeste hier anpflanzen. Weil wir brauchen im Gewächshaus. Was brauchen wir noch? Ich könnte noch die hier bauen. Ich könnte es noch vollstellen mit euch. Ihr seid nicht so teuer. Ich glaube aber, ich werde eher dich und... wo ist es? Wo ist denn das Einmachfass? Da. Ich werde eher mit die an den Rand stellen. Ich brauche hier noch 2 Sprinkler. Von denen, weil Iridium habe ich noch nicht, das würde auch noch dauern, bis ich da rankomme. Iridium würde 20 Felder machen. Wie viel ist denn da? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 10? 12 mal 10, oder 10 mal 12? Felder um sich herum. Stell ich hier hin. Was ist denn 24? Fünf mal fünf, ne? Funktioniert das? Der macht 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre der Springler. Hier 4. Ja, doch, das könnte hinkommen, 5x5. Den könnte ich also wahrscheinlich hier hinstellen. 24 Felder um sich herum. 1, 2, gehen wir hier hin, hier sehe ich es.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich kann das gerade nicht vor mein bildliches Auge führen. Und dass es so dunkel ist, hilft nicht. Dann müssen wir auf andere Sachen verlegen. Erstmal werde ich hier mal eine Lampe reinmachen. Ob ich hier auch mal was sehe. Ich kann das leider nicht vor mein inneres Auge gerade. Sorry. Wahrscheinlich absolut einfach und ich stelle mich absolut an gerade. Aber was soll ich sagen? Geht gerade nicht anders. Boden macht es auf jeden Fall besser. Was hier nach macht es auch auf jeden Fall besser. Würfel ist noch nicht fertig, das Öl. Wollte doch nur das Öl nur eingeben. Also die weiteren. Den weiteren Trüffel. Ich muss mir mal angucken, wie das mit den 24 funktioniert. Das muss doch eigentlich. Also Fünferfeld, Fünferfeld. Das wären 25 in der Fläche. Und da steht das Ding genau in der Mitte. Oder? Nicht blöd. Also muss. So muss. Warte mal. Es müsste 1, 2, 3, 4. Warte mal. Wo war ich jetzt? 1. Ich sehe. Okay. Ich sehe das nicht. Wir gucken da jetzt morgen mal nach. Ich werde den Tag morgen allerdings nicht spielen. Ich werde mich nur darum kümmern und dann wird der Tag ja eh resettet, wenn ich einfach rausgehe mit einem Tag. Ich muss das ja kurz visualisieren. Sonst drehe ich hier durch. Zwar einigermaßen was an Kohle. Einigermaßen. Brr, nee, das gucken wir alles nicht. Genau. Ja, okay. Das müsste so sein. Dann müsste es 2, 3, 4, 5. Nein, das war zu weit. Es tut mir leid für jeden, der sich gerade einfach nur am Kopf fasst, aber ich kann es gerade nicht verinnerlichen. Jetzt haben wir hier 5. 10, 15, 20, ja, 4, genauso wie ich gedacht habe. Okay, das ist 5 mal 5 Feld. Und in der Mitte will der Springer stehen. Das würde funktionieren, aber da müssen wir noch, das dauert noch, bis wir da hinkommen. Es würde auch nicht funktionieren, weil das ja gut, da hätten wir einen Weg in der Mitte. Okay, Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt uns treu. Teilt, liked, abonniert. Und ihr könnt auch mal sagen, wie dämlich ich mich anstelle. Bis dahin, wir sind cool.